Hi, ich bin Philipp, das ist die Gefahrenunterricht und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein iPhone oder ein anderes Smartphone benutzen könnt als externe Webcam für Videocalls oder für solche Aufnahmen. Es gibt verschiedene Tools, die das für Aufnahmen können, aber Camo ist jetzt das Tool, das es wirklich so machen kann, dass im System eine zweite Webcam erkannt wird, also als ob ich eine externe Webcam installiert habe und das ist jetzt in dem Fall ist das mein iPhone, das ich als zweite Webcam benutze. Ich kann auch ein iPad nehmen, ich kann auch ein Android-Telefon nehmen, das spielt keine Rolle. Ich kann es dann mit einem Stativ so aufstellen, dass es wirklich auch neben oder über meiner Webcam ist, dass es wirklich auch als Ersatz für eine Webcam benutzt werden kann, dass ich auch nicht ständig das Telefon halten muss, so wie ich das jetzt mache. Ich zeige das jetzt hier auch gleich in ein paar Bildern, wie es aussieht, wenn das dann installiert ist. Und möchte euch jetzt zeigen, wie ihr das dann benutzen könnt. Also hier auf meinem Bildschirm seht ihr, ich habe Camo Studio installiert und ich habe jetzt noch die Gratis-Version. Also hier überall, wo Pro steht, diese Fenster können erst dann aktiviert werden, wenn ich dafür bezahle. Es kostet 40 Euro pro Jahr, wenn ich es aktivieren möchte. Es gibt auch so eine kleine Watermark, die dann weggeht. Und ich habe wirklich auch viele Features, die ich kontrollieren kann. Also ich denke, der Preis ist soweit gerechtfertigt. Ich werde das auch kaufen, aber ich zeige es jetzt hier auch schon mit der kostenlosen Version, was da alles möglich ist. Jetzt verwende ich zuerst mal Zoom. Zeige euch, wie es da geht. Also ich starte eine neue Konferenz, jetzt einfach mal mit mir selber. Und ich habe da unten die Video-Features und kann jetzt wählen, ob ich meine FaceTime-HD-Kamera, das wäre die Kamera, die im Laptop schon verbaut ist, oder ob ich diese Rinkubet Camo-Kamera nehmen möchte. Und das möchte ich tatsächlich. Und jetzt seht ihr, ich habe jetzt die Kamera von meinem iPhone. Ich kann die jetzt da drüber. Dann sieht es, seht ihr, ja, es hat ein bisschen Verzögerung und jetzt seht ihr hier auch unten die Watermark, die es dann gibt. Aber jetzt ist es eigentlich so wirklich wie eine Webcam, weil ich so drüber halte, aber ich kann es dann auch schräg halten. Und ein bisschen der Clou ist vielleicht auch noch, ihr könnt das, wenn ihr es mit einem Stativ gut einsetzt, auch jetzt, warte mal kurz, Verzögerung, als sowas wie eine Dokumentenkamera verwenden. Genau, jetzt habe ich hier nämlich ein Buch liegen und ich kann es jetzt aufschlagen und habe dann, ja, wenn die Verzögerung nicht so groß wäre, genau, und habe dann hier die Möglichkeit, Dinge zu markieren oder zu zeigen. Ich kann da auch näher rangehen, weil ich jetzt hier wirklich eine gute Kamera habe, die ich auch bewegen kann. Das zu Zoom. Dieselbe Möglichkeit, also ich beende jetzt das Meeting und zeige dasselbe noch für Teams. Also ich bin jetzt hier auch, ich eröffne einen Teams-Call. Und ihr seht schon, auch hier ist die Kamera von Camo schon voreingestellt. Genau so jetzt. Das Ganze ist ein bisschen langsam, weil ich gleichzeitig mit Loom aufnehme. Also ihr seht jetzt hier auch, ich kann es jetzt hier auch wieder so gerade hin machen. Dann habe ich mich wirklich in der Nahaufnahme und ihr seht die Kamera, die ich jetzt hier auf dem iPhone habe, die ist schon viel, viel besser als das, was eine Webcam leisten kann. Das ist der eigentliche Grund, weshalb ich, also ihr seht jetzt im direkten Vergleich unten, das ist meine Webcam und oben, das ist meine iPhone-Kamera. Und die Qualität macht schon einen Unterschied, gerade auch wenn es ein wirklich wichtiges Meeting ist, wo man gut erscheinen möchte, dann lohnt sich das, das noch 10 Minuten aufzusetzen und dann mit Camo dieses Meeting zu machen. Hier bei Teams geht ihr auf die drei Punkte. Ich nehme jetzt den Arm etwas runter, weil es langsam anstrengend wird. Wie gesagt, mit dem Stativ ist das alles gar kein Problem. Und wenn ich jetzt hier auf die Geräteeinstellungen gehe, genau, kann ich hier auch wieder die Kamera anwählen, die ich haben möchte. Und ich habe jetzt zwei zur Auswahl, weil ich über Camo mein iPhone als zweite Kamera definiert habe. So, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich danke euch fürs Zuschauen.